Servus, ihr Genussmenschen und Whisky-Liebhaber. Alexander, grüß dich. Servus, grüßt euch. Hi. So, dann machen wir weiter mit unserem Whisky-Testing, oder? Ja. Ich sehe schon, heute hast du einen guten alten Jackie mitgebracht. Ja. Ich kenne eigentlich bloß den Siemer. Den kenne ich nicht. Ja, Jack Daniels hat auch ordentlichen Whisky. Ja, der Siemer ist ein Standard-Whisky, sag ich jetzt einmal. Den hast du früher in der Diskothek, den hast du dann in Cola gemischt, ne, und alles Mögliche. Aber ich habe ein Buch genauso getrunken. Ja, der schwarze Jack Daniels, die Number 7, ist für mich genau das gleiche wie der rote Johnny Walker. Das sind so Whiskys, wo ich immer mal wieder versuche und danach einen weiten Bogen drum mache, weil ich mir denke so, das muss wenn man nichts anderes kennt, weißt du, ja, wenn man nichts anderes kennt, aber... Früher, wo ich ja selber auch noch, ich habe nicht immer Whisky getrunken, ich habe erst später angefangen und da war halt eigentlich, wenn du in der Diskothek mal einen Whisky gekauft hast, da haben wir uns ja eigentlich immer zusammen dort an, dann ist der Jackie gekauft worden. Ja. Ja, also das war so. Aber allein schon die Flaschen schaut da schon mal super aus. Ja. Du kannst dir mal ein bisschen was verzeihen über den Jackie. Das ist ein Single Barrel. Also gut, ich glaube, über die Brennerei Jack Daniels muss man nicht allzu viel Worte verlieren. Na, ist ein Tennessee Whisky. Tennessee Whisky ist eigentlich ein Bourbon, aber nicht jeder Bourbon ist ein Tennessee Whisky. Also die haben so ihre eigene Geschichte, wo sie um ihren Whisky aufgebaut haben. Sie könnten ihren Whisky mit EY übrigens auch als Bourbon verkaufen, aber es ist ein Tennessee Whisky. Normalerweise ist ein Bourbon ja mit Mais. Das ist ein Roggenwhisky, ein sogenannter Rye Whisky. Okay. Ich weiß nicht, eigentlich sollte jeder von uns Rye kennen, weil es gibt ein berühmteres Lied, wo der Rye vorkommt. Wollen wir mal jetzt reden? Bye bye Miss American Pie. Okay. We drink whiskey and rye. Right. Und ich habe mich dann immer gewundert, was Rye ist. Habe irgendwann mal im Internet nachgelesen, habe festgestellt, Rye ist ein Whisky, der überwiegend aus Roggen gebrannt wird. Aha. Der Rye Whisky. Schnuffeln wir mal drauf. Single Barrel, das heißt, das sind Einzelfässer und nichts zusammengepanschtes. Hinten auf der Verpackung steht 70% Roggenanteil. Gereift in handgefertigten Fässern aus Weichalbe und nur in den oberen Regalen der Lagerhäusung, dem Angel's Root Rost, enthält dieser Roggenwhisky beste Voraussetzungen, um die höchsten Ansprüche unseres Master Distillers Jeff Arnett zu erfüllen. Es ist das halt wirklich eine Einzelabfüllung. Schon mal so. 45% Volumen. Ja, das ist... Ein Rye Whisky schmeckt halt ganz anders wie jeder andere Whisky, den ich kenne. Ich sag immer so ein bisschen Minznote. Ja, Vanille wäre. Das muss ich mal probieren. Prost. Ja. Alexander. Prost. Prost auf euch. Schön pfeffrig. Kannst du natürlich mit dem Siemer nicht vergleichen. Gell? Ja, das ist ganz klar. Wäre auch schade, weil ich habe vorher nicht nachgeschaut, was der mittlerweile kostet. Ich glaube, ich habe so um die 40 Euro gezahlt. Habe ich Karamell, habe ich ein bisschen. Vanille habe ich schon gesagt, Karamell, ja. $42,90 bei whisky.de. Okay. Bei Jack Daniels 44 Euro. Bei Idealo gibt es ihn ab 36 Euro. Wow. 41,50 beim Rolletter. Also der ist schon. 40 Euro bei Amazon. Ist halt schon eine edle Flasche. Ja. Allerdings von der Verpackung kann ich mir nichts kaufen. Und die Flasche ist schon wirklich von dem dicken Boden her schwer. Und
Wer Whisky in Regalen lagert, weiß, dass diese Regalböden ja bloß einen gewissen Tragekraft haben. Und mir sind leichte Flaschen immer lieber als so schwere Flaschen, weil ich bin da mal. Ja, da musst du halt schauen, dass du das leer machst. Das Den habe ich jetzt tatsächlich fast schon ein Jahr offen, weil das ist auch für mich kein Whisky, wo ich mir so schnell wegzuführen kann. Weil der Geschmack ist schon was anderes und das ist nichts, wo ich auch wirklich jeden Tag schmecken will. Na? Jo, das ist wahrscheinlich, was du jetzt in der Box ist, das Pfeffrige. Ich habe schon sehr pfeffrigen Aufgang. Na, das ist nichts für mich. Es gibt mehrere Rye Whiskys, auch von anderen Brennereien. Rye, ja, es ist so alle 3-4 Jahre mal ein Rye Whisky aufmachen, ist für mich in Ordnung. Aber das ist jetzt nichts, wo ich alle 3-4 Monate irgendwo eine neue Flasche bräuchte und sagen würde, boah. Ja, nichts für mich. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, ich bringe dir mal einen Rye mit und der stand halt dann so mal im Schrank rum und dann dachte ich mir, irgendwann für ein Video. Ja, der hat schon, was hat der? Also vom Geschmack her ist er fruchtig, würzig. Und ich habe Vanille und leicht Karamell. Und er hat halt das Pfeffrige. Ja. Also das ist das, was er hat. Und das hat er, also besonders spürst du den im Abgang, das Pfeffrige. Ja, jeden Tag möchte ich den auch nicht trinken, aber er schmeckt mir. Ja. Ja, also. Maßvoll genießen. Ja, das machen wir ja eh immer. Machen wir ja ständig, das seht ihr, ne? Also. Verantwortungsbewusst. Ist ja ein Genusskanal, kein Saufkanal, ja, wenn die schon manchmal da mal versucht hat zum Schreiben so. Also die schmeiße ich eigentlich gleich aus, weil diese Unverschämtheit ist sowas. Es steht nichts drauf, ob er gefärbt oder kühlgefiltert ist. Hab glaube ich vorher schon gesagt, 45 Umdrehungen hat er. Mhm. Gehört auch zu Brown Foreman. Hatten wir beim letzten Video, dass da das Glendronach ja zu der Gruppe gehört. Mhm. Ja, und hinten steht wieder, genießen Sie ihn pur oder auf Eis. Also auf Eis würde ich so einen Whisky eigentlich nicht trinken. Doch, war da mal interessant, aber jetzt haben wir kein Eis nicht da. Doch. Ja, du musst es mal extra holen, aber jetzt. Vanilleeis. Nee, ich weiß nicht. Ich meine, ich kaufe mir nicht für 40 Euro ein Whisky um, weil das kalt ist. Das ist ja oft so, das weißt aber du auch. Wenn man manchmal bloß ein paar Tropfen Wasser in den Whisky. Wasser ist was anderes als Eis, weil Eis tut den Geschmack herabsenken. Also je wärmer er ist, umso mehr Aromen entfalten sich. Und mit Eis tust du diese Aromenvielfalt sehr einschränken. Drum. Jeder kann seinen Whisky so trinken, wie er will. Es gab bei mir nur einen einzigen Whisky, den ich wirklich ins Tiefkühlfach gelegt habe. Das war so eine Sonderabfüllung von Johnny Walker, The White Walker. Das kam so in dieser Game of Thrones Geschichte. Da haben die 3 Supermarktabfüllungen gemacht. Okay. Einmal mit einem Drachen, einmal mit einem Wolf und einmal mit diesem weißen Wanderer aus, kennst du ja die Serie? Ja, weißen Wanderer. Ja, Game of Thrones. Game of Thrones, ja. Genau. Du nicht? Wir alle. Ich habe das Portal für dich. Ich habe die Hörbücher daheim. Also als Hörbuch war das toll. Und ja, ich habe die Serie, glaube ich, 2-mal schon komplett durchgeschaut. Ich habe sie mittlerweile auch daheim. Aber ich habe die Hörbücher erst gehört und habe dann die Serie gesehen. Die erste Staffel war klasse, die zweite auch noch. Und ab der dritten hat es dann irgendwann. Nein, wir haben es alle bis auf die letzte. Also der Ausgang der letzten Staffel war für mich. Ja, das Problem ist, also, dass die ersten 4-5 Staffeln auf einer Buchvorlage begründen und dass dann irgendwie die Serie die Bücher überholt hat, weil die letzten 2 Bücher wurden vom Autor immer noch nicht zu Ende geschrieben, werden sehnsüchtig erwartet. Okay. Aber ja, jedenfalls der Whisky, dieser weiße Wanderer, der ist ja aus dieser Eiswüste und den sollte man auf im Tiefkühlfach lagern. Und ich habe den warm getrunken und habe festgestellt, okay gut, den kannst du bloß ins Tiefkühlfach. Und ich war froh, als der weg war und verbrechen wurde. Nie wieder. Da, von den anderen beiden, von dem Feuer und von dem Wolfswhisky,
Das ist schön, weil du kannst, die Flaschen sind ja viereckig und auf jeder Seite ist ein anderer Teil von so einem Bild dran. Und wenn du die vier nebeneinander stellst, hast du dann so einen Drachen und so einen Wolf am Stück. Die schmecken gut, die schmecken wirklich gut, aber der Weiße Wanderer war jetzt nichts, was ich nochmal kaufen werde. Ja, jetzt nochmal zum Jackie. Jo. Ich kann ihn empfehlen. Nein. Jeden Tag möchte ihn aber auch nicht trinken, weil er hat schon was. Das Pfeffrige, das muss man mögen. Mir liegt es ja aber nicht, weil es nicht was für jeden Tag, finde ich, sag jetzt einmal. Vielleicht kann man den mal mit Cola mischen, was dafür rauskommt dabei. Können wir mal ausprobieren einmal. Ich habe keine Cola da. Hast du keine Cola? Nein, ach, nein, schade. Nein. Nicht mal Lidl Cola. Nein, nein. Nein, leider nicht. Wir tun uns immer bloß eine Cola haben, wenn wir uns einmal einen Gas machen. Mhm. Ja, oder. Ja, ja. Ja, ich meine, für 40 Euro ist er fast zu schade, aber ich sag, den Whisky habe ich jetzt, lass mich mal schnell in die Base schauen, wie lange ich den schon offen habe, wenn ich schnell reinkomme. Aber ich glaube, das ist schon ewig. Also, wenn bei mir ein Whisky lange offen ist, hat das zwei Gründe. Entweder er schmeckt mir sehr gut, okay, dass, sparsam damit ich, dass ich sparsam damit umgehe, oder er schmeckt mir gar nicht. Und genauso andersrum, wenn er mir greislich schmeckt, dann ist er auch schnell weg, weil ich ihn dann loswerden will. Aber jetzt warte mal, schauen wir mal, offene. Ich habe ihn offen seit 16. April 23. Den habe ich letztes Jahr im April aufgemacht. Und ich hoffe, dass er bis dieses. Also ich muss mich da mal ranhalten. Weil. Der blockiert 38 Euro, habe ich gezahlt. Für 38 Euro ist er in Ordnung, aber ich würde mir nicht nochmal kaufen, weil, wie gesagt, Rye ist ein bisschen speziell. Alles Geschmackssache, wisst ihr ja. Ja, schön, dass du ihn mitgebracht hast. Ja. Ewig hat er nicht geschmeckt. Ja, überhaupt nicht. Doch, mir hat er taugt, sag jetzt einmal. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Grüß euch, servus.